Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Susanne Müller-Zantop. Ich werde mich jetzt der wirklich kniffligen Frage widmen, wieso man als Top-Executive überhaupt noch auf LinkedIn aktiv werden soll. Ist es nicht schon zu spät, weil jetzt alle hinrennen und weil sozusagen der Ozean immer voller wird von Content und die Gefahr besteht, dass man nur mit sehr hohem Aufwand überhaupt da seinen Fußabdruck hinterlassen kann. Aber Entschuldigung, jetzt bin ich komplett rausgekommen, weil meine Präsentation nicht starten wollte. Okay, also, da sind wir. Sorry. Der Axel Schulze, ein wichtiger Geschäftsmann, der zwischen USA und Europa pendelt, sagte mir mal, wenn du vor 4 Jahren auf Social Media angefangen hast, dann hat es 1 Jahr gedauert, bis du was erreicht hast und ein Standing hattest. Und wenn du heute anfängst, dauert es 4 Jahre und wenn du in 4 Jahren anfängst, wird es nichts mehr. So, diese 4 Jahre sind vorbei. Das hat er 2016 gesagt. Heute haben wir 2023. Und tatsächlich ist die Situation nicht besonders lustig. Das ist Elon Musk, der auf Twitter, und das hat indirekt gleich leite ich wieder zurück zu LinkedIn, eine Menge mit uns zu tun. Der hat den Account seit 2009, also das heißt seit 13 Jahren, 14 Jahren und hat 22.300 Tweets losgelassen. Manchmal sehr fragwürdig, aber gut, er war aktiv und er hat 125 Millionen Follower. So, auf LinkedIn sind die Zahlen nicht so hoch. Das ist eine andere Community und auch eine, die nicht so viel Kurznachrichten konsumiert. Gutes Beispiel Simon Sinek, ein Bestseller-Autor, der seit 2009 auch seinen Account hat und 6.584 Follower hat. Ganze Menge. Und das, was er macht, ist nicht besonders anspruchsvoll, wenn ich ehrlich bin. Also da kommen oft so Tableaus mit Sprüchen, also to live our lives with an infinite mindset is to live a life of service. Okay, so dafür kriegt er Hunderte von Likes und Klicks und Kommentaren, also ganz absurd eigentlich, was da an Content generiert wird von den Usern, die diesen einen Satz lesen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wenn ich jetzt dasselbe Poster poste, das müsste ich wirklich mal ausprobieren, dann würde ich vielleicht 5 Klicks kriegen und 3 Likes, weil die Leute denken, jetzt spinnt sie. Und der Simon Sinek, der spinnt aber nicht, der hat ein ganz anderes Ziel. Und deswegen möchte ich gerne über diese Differenzierung gleich sprechen, welche Ziele verfolgt man eigentlich. Weil er möchte natürlich seine Bücher verkaufen und er hat im Moment nur 1% der amerikanischen Bevölkerung oder vielleicht der globalen, die er erreicht. Und das ist ihm zu wenig, da möchte er mehr. Das will ich ja zum Beispiel überhaupt nicht, will was ganz anderes und Sie sicherlich auch. Der Rob Pollack, ein amerikanischer Blogger, der hat ausgegraben ein super interessantes Erklärungsmodell von Albert Laszlo Barabasi. Und das zeigt uns, wie sich diese Audiences verteilen. Einfach gesagt, wir hatten bis in die 80er Jahre, bis in die 90er Jahre hatten wir so ein System untereinander zu kommunizieren, das eigentlich wie ein Eisenbahnmodell funktioniert. Man hat seine bestimmten Kontakte, man geht direkt zu denen hin und man arbeitet in dieser Verteilung. Und da gab es Leute, die waren sehr, sehr populär. Das sieht man auf der Bell-Kurve oben links. Und dann gab es den ganzen anderen Rest und das ging ziemlich steil runter. Wir hatten so unsere Ikonen, ja, auch zum Beispiel in der Rockmusik. Wir hatten die Stones und wir hatten die Beatles. Und drumherum ging es dann erstmal ganz steil runter und da waren dann nur noch ein paar. Ganz oben. Heute haben wir, sagt der Rob Pollack, dein Airport-Modell. Das heißt, es gibt bestimmte Hubs, wo sich der ganze Traffic ballt und alle anderen Airports, die so eher auf dem Land liegen, die werden seltener angeflogen. Die haben einfach keine Strahlkraft, keine Verteilkraft. Und diese Verteilkraft ist letztendlich das, was diese großen Accounts suchen und ausmacht. Also der Simon Sinek, der ist zum Beispiel einer von diesen großen Accounts. Die finden Sie jetzt oben auf der Power Law Distribution Kurve.
ganz rechts außen. Also das ist einer von denen, die eine riesig hohe Reichweite haben und die sich im Vergleich zu ihrem Engagement gar nicht groß mehr anstrengen müssen, weil sowieso wie ein Hub der ganze Content zu ihnen fließt und von ihnen wieder zurückfließt. Alle anderen sind links oben auf der Powerlaw Distribution, fast alle anderen. Und das heißt, die machen ihre Arbeit, die tun viel, aber da kommt nicht viel bei raus. Und das ist nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht das, was wir Ihnen empfehlen möchten. Dieses Chart mit dem LinkedIn, das Engagement verkauft und uns erklärt, wie gut diese Plattform für uns ist, weil so wahnsinnig viele Leute drauf sind, das ist natürlich ein ganz widersprüchliches Versprechen, denn je mehr Leute drauf sind, desto weniger wichtig werden wir. Und Sie sehen das auch an dem Verhältnis von generiertem Content zu der Zahl, wie der Content konsumiert wird. Und da merkt man, es ist rückläufig. Das heißt, wenn Sie hingehen und was posten, dann hat das heute weniger Sichtbarkeit und weniger Response, als es noch vor einem Jahr hatte, nämlich 3% weniger. Und die ganze Situation ist geht prozentual nach unten. So, jetzt aber mal zu den guten Nachrichten. Gute Nachricht. Erstmal ist natürlich durch diese Menge an Usern, durch die Menge an Content, die passive Nutzung viel wertvoller geworden als früher. Sie haben eine unglaubliche Menge an personalisierten Inhalten und können darin suchen. Was natürlich enorm ist, wenn man rausfinden möchte, was ist eigentlich die Stimmung in einer bestimmten Gruppe, was ist die Stimmung unter meinen Peers, wer beschäftigt sich gerade mit welchen Themen, wie kann ich herausfinden, einen Gesprächspartner, den ich schon lange nicht gesehen habe, womit befasst er sich gerade? Die Analyse dessen, was die Leute bewegt, der Kontext, in dem man operiert. Die wichtigste Frage, wollen Sie überhaupt alle erreichen? Wen wollen Sie erreichen? Und das ist im Folgenden die Schlüsselfrage und ich zeige Ihnen dann gleich auch ein persönliches Beispiel. Ich finde zum Beispiel auch, dass 1:1 Kontakte ganz direkt gemacht sehr, sehr wertvoll sind und gut funktionieren. Da gibt es auch ein paar Geheimnisse, wie man so einen Dialog ordentlich gestaltet. Und Sie haben schon gehört, dass ich gesagt habe, Dialog und nicht Konversation oder Broadcast oder sowas, sondern es ist tatsächlich ein Dialog. Und unser Job ist, diesen Dialog wie im Tennis, den Ball nicht einfach nur in die Ecke zu hauen, sondern dafür zu sorgen, dass ein Ballwechsel entsteht. Gute Nachricht auch, man kann diesen ganzen sinnlosen Feed-Inhalt, der einen nicht interessiert, eindämmen und zwar dauerhaft. Man kann auch mit Kontaktfragen auf eine ganz spezielle Art zugehen. Das heißt, man kann diesen Kanal, über den die Kontaktanfragen kommen, sehr wunderbar drosseln, also breit machen und eng machen. Wir haben großartige Analytics. Da zeige ich Ihnen gleich ein Beispiel von mir. Also das ist ein Beitrag, der ist gut angekommen. Der hat 5000 Impressionen an einem Tag gekriegt. Und ich kann hier über die Analytics genau sehen, wer in welchem Unternehmen das angeschaut hat. Also jetzt nicht die Person, aber ich kann sehen, aus welchem Unternehmen kommt die Person. Das ist die obere Torte. Und ich kann auch sehen, auf welchem Level ist diese Person, welche Positionsbezeichnungen werden hier verwendet. Und für mich war das jetzt vorteilhaft, weil ich konnte sehen, ich habe die Unternehmen erreicht, die ich erreichen wollte. Und vor allen Dingen habe ich Top-Executives erreicht, und zwar entweder Firmengründer oder in Unternehmensposition. Das ist genau das Ziel, genau darum geht's. Dann bin ich da, wo ich hin muss und dann brauche ich nicht die ganze Welt mit meinen Sachen da zu bespaßen. Ich würde Ihnen gerne noch 4 Geschichten erzählen, wo man sieht, wie sinnvoll LinkedIn sein kann, wenn man es clever nutzt. Erste Geschichte. Jemand wollte unbedingt Dietmar Hopp kennenlernen, einen der Gründer von SAP. Und er hat dann das über LinkedIn gemacht und gesehen, dass der Hopp ein toller, begeisterter Segler ist. Und dann ist er über diese Segelgemeinsamkeit hingegangen
und hat vorgeschlagen, dass sie sich auf einem Boot treffen und kennenlernen. Und das hat funktioniert. Sie sind zusammen am Bodensee gewesen und da haben sie auf dem Boot ihr erstes Gespräch geführt und eine Kooperation angedacht. Also sowas klappt und sowas klappt über LinkedIn, weil da ist oftmals kein Sekretariat dazwischen und kein langer Weg. Es geht also wesentlich schneller. Ich hatte ein tolles Erlebnis mit einem Freund, der gepostet hat, wer kennt Dan Ariely? Kann mir jemand den Kontakt zu Dan Ariely machen? Und ich hatte das Glück, Dan zu kennen und habe die beiden zusammengebracht und wir haben einen sensationellen Workshop gemacht bei der Lufthansa vor einigen Jahren. Dann ein Kollege, der sich seine Wunsch-Top 10 an zukünftigen Arbeitgeber zusammengestellt hatte und hat sich auf LinkedIn so positioniert mit seinem Profil und mit Inhalten, die er gepostet hat, dass er eigentlich genau in diese Top 10 oder überhaupt sogar Top 3 Liga gedanklich eingedrungen ist. Und das hat wirklich 4 oder 5 Wochen gedauert. Und dann hat sich ein Headhunter gemeldet und hat ihm bei der Nummer 1 Firma einen Job in Aussicht gestellt. So, und dann gab es noch den Fall, dass eine HR-Chefin, die auch sehr aktiv war auf LinkedIn, ein Angebot als Verwaltungsrätin bekommen hat. Eigentlich sogar aus heiterem Himmel. Und das ist natürlich ganz besonders toll. Andere müssen sich deutlich mehr anstrengen. Also insofern, ja, es macht Sinn. Man muss seine Audience kennen und man muss das beherrschen, diese Audience tatsächlich zu erreichen, anzusprechen. Aber dafür sind wir ja da. Das ist genauso, wie wenn Sie auf einen ganz hohen Berg wollen, dann sitzen wir sozusagen im Basecamp und geben Ihnen sämtliche Tipps und Tricks, wie Sie das machen können. Und Sie wissen ja, heutzutage müssen selbst die Bergsteiger bloggen und Social-Media-Posts in die Welt setzen, einfach um ihre Mission klarzumachen und um auch genügend Support von den Stakeholdern zu bekommen. So. Damit ist, glaube ich, auch hier meine Präsentation endgültig abgestürzt. Wunderbar, ich stoppe damit und bin am Ende. Hoffe, dass Ihnen das was gebracht hat und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Tschüss!